Artikelnummer SCP-343. Objektklasse sicher. Sonderverwahrungsverfahren. SCP-343 lebt in einem 6,1x6,1 Meter großen Raum im Niedrigsicherheitsstandort 17. Es hat alle Gegenstände zu erhalten, die von ihm verlangt werden. Mindestens ein Mitarbeiter muss es jeden Tag besuchen. Die Versuche, weitere Sicherheitsvorkehrungen oder Freigaben zu diesem Verfahren hinzuzufügen, sind aufgrund der Natur von SCP-343 unnötig bzw. unmöglich. Siehe Beschreibung. Beschreibung: SCP-343 erscheint als männlicher Humanoide ohne bestimmbare ethnische Zugehörigkeit und ist scheinbar allmächtig. SCP-343 wurde entdeckt, während er durch die Straßen Prags lief, und festgesetzt, nachdem ein Mitarbeiter beobachten konnte, wie SCP-343 von den Straßen verschwand und auf einem Hausdach wieder auftauchte. SCP-343 hält sich freiwillig in seinem Zimmer auf, da eine Verwahrung sich als unmöglich herausgestellt hat. Siehe Notizen. Anhang Nummer 343-1. SCP-343, der von den Mitarbeitern hier umgangssprachlich Gott genannt wird, sieht wie ein älterer Mann aus, auch wenn sich seine Gesichtszüge von Beobachter zu Beobachter unterscheiden. In meinem ersten Gespräch mit ihm behauptete er direkt, der Schöpfer des Universums zu sein. Als ich bat, dies zu beweisen, lachte er, lief durch die Wand des Raumes und kehrte nur Sekunden später mit einem Hamburger in seiner Hand zurück. Als ich für meinen zweiten Besuch wiederkam, war die zuvor karge Zelle in vornehmen altenglischen Stil möbliert, komplett mit einem prasselnden Kamin, und sie wirkte wesentlich größer, als man von außen vermuten würde. SCP-343 genießt es, sich mit Leuten zu unterhalten und scheint sich auf jedem Gebiet auszukennen. Besuche bei SCP-343 sind inzwischen für viele Mitarbeiter hier zur täglichen Routine geworden und alle Angestellten berichten davon, sich im Allgemeinen glücklicher zu fühlen nach jedem Besuch. Die Versuche, Personal unterhalb einer Level-3-Freigabe auszusperren, waren nicht erfolgreich, da die Wachen, die eigentlich den Raum beobachten sollten, ihre Posten verlassen haben. Wenn man sie darauf anspricht, zucken viele mit den Schultern oder sagen, wissen Sie, er mag Gesellschaft. Da SCP-343 sich bisher harmlos verhalten hat, ist allen Mitarbeitern der Zugang erlaubt. Sie haben auch alle irgendwie Zeit, sich mit ihm so lange zu treffen, wie es nötig ist. Für den Moment lasse ich diesen Bericht offen, da momentan weitere Befragungen von SCP-343 stattfinden. Dr. Beck. Warnung! SL-4 notwendig für weiteren Zugriff. Anhang Nummer 343-2. In Bezug auf Dokument 343-1a gibt es keine relevanten Aufzeichnungen bzw. scheinen überhaupt keine zu existieren. Ebenfalls fehlen alle Aufzeichnungen, die eine Zusammenarbeit von Dr. mit SCP-343 oder Dr. Beck belegen und werden daher als nicht existent eingestuft. Alle befragten Mitarbeiter zeigen keinerlei Kenntnis von Dokument Nummer 343-1a und behaupten, Dr. niemals getroffen zu haben. Der leitende Offizier Dr. Beck hat in einer beteiligten Angelegenheit eine höhere Personalauswechslung beantragt, um, Zitat, die Moral in Abteilungen, die schlimmer dran sind, zu verbessern. Hierbei handelt es sich um einen ungewöhnlichen Antrag und dieser war daher Bestandteil weiterer Untersuchungen. Andere lokale Anomalien wie bessere Gesundheit, größere Zufriedenheit mit dem Job und eine geringere Anzahl an Todesfällen in dieser Abteilung haben dazu geführt, dass der Antrag genehmigt wurde. Diese Angelegenheit ist auf Anordnung von O5 geschlossen. Anhang Nummer 343-3. Am wiederhergestellte Daten von einer Routineüberprüfung von Dr. Netzlaufwerk. Daten verloren. Daten gelöscht. Besucher von SCP-343 müssen über Zweck und Gespräch. Daten verloren. Fragen in Bezug zu anderen SCPs müssen weiter. Daten verloren. Anweisung von Dr. Daten verloren. Meine Anordnungen sind scheinbar verschwunden. Das ist die letzte Option. Dr. Daten verloren. Meine ganzen Berichte und Forderungen an die hohen Tiere wurden nicht bemerkt. Ich werde SCP-343 morgen damit konfrontieren. Unterschrieben